Jetzt kann's losgehen. Okay, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video von mir. Heute reagieren wir mal wieder auf ein Frankfurter Street-Video, ja? Also holt schon mal das Popcorn raus. Es kann sehr amüsant werden, denn wir erwarten sehr viel Beef, Beef und nochmal Beef. Und da rede ich nicht von der Fleischwurst, Freunde. Wir reagieren auf Gazi D und zwar auf das Video Frankfurt Date or Not eskaliert Teil 1. Bin ich mal gespannt. In dem Sinne, let's go. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Gazi D. Willkommen zum neuen Video von mir. Heute mal mit wieder. Ashley. Wo warst du so lange? Warst du weg, mir verschwunden? Yeah. Und mit einzigartigen. Queen Drum is back, Girls, Menschenrechte. Ihr wisst Bescheid und du, mein. Chef Koran, einfach Tupac Machiavelli. Was denn hier los? Samballa, aus welcher Bronx kommt der Bruder? Mama Afrika, back am Start. Heute habe ich mir gedacht, komm, wir machen ein Date or Not mit den dreien. Wir werden uns einfach mehrere Typen packen und gucken, wer die daten will und wer nicht. Date or Not? Walla, Jungs, jetzt mal offen und ehrlich. Hand aufs Herz, guck mal. Du müsstest, du hast keine andere Wahl, du würdest sonst sterben. Jetzt kommt mir nicht mit, ja, ich würde lieber sterben. Du müsstest, du hättest keine andere Wahl. Du müsstest am Ende eine davon daten, beziehungsweise einen. Ja, wir haben hier männlich, weiblich, divers haben wir hier. Also wir haben hier sie, ist eine richtige Frau, und die beiden, so. Ihr habt die Wahl, wen datet ihr? Das ist auch nicht die beste Wahl, no front. Aber Jungs, seid ehrlich, wen werdet ihr daten, wenn ihr wüsstet? Der erste Kandidaten haben wir schon. Ach, kommst du einmal her? So, stell dich mal vor, du bist der? Onkel, Bruder. Onkel bist du? Onkel. Einfach nur Onkel. Einfach Onkel, Bruder. Deine Aufgabe ist heute, du musst jetzt einmal das Date or not, okay? Du musst jetzt einmal sagen, wen von denen willst du daten, wen nicht. Fang erst mal bei Ashley an. Bruder. Date or not? Nein, Bruder. Nein. Nein? Auf 100%, Bruder. Nein, nein. Also erstens, darf ich ganz kurz was sagen? Ja, hau raus. Schäm dich nicht. Seine Größe. Seine was? Größe. Ja. Weil er ist klein. Deine Breite. Du rollst dich. Ja, Walla, der kam wie aus der Hölle. Ja. Der hat mir komm her, Bruder. Date or not. Bist du dabei? Ja. Dann warte einmal kurz, der ist zuerst dran, okay? Den will ich daten morgen. Was sagst du unserem Bruder Queen Drama? Ich will die daten, aber die nicht, Bruder. Willst du Queen Drama? Ihr habt alle gehört. Ey, ich hoffe. Was? 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 Ich will die daten, aber die nicht, Bruder. Walla, weiß er, dass das ein Mann ist? Ist der behindert? Willst du Queen Drama? Ihr habt alle gehört! Ey, ich hoffe, das wird so ein Meme. Walla, Bila, ich hoffe, das wird so ein Meme. Walla. Der Mama Afrika, komm her. Komm her, komm her. Wofür kennt man dich? Ich bin Mama Afrika. Ich bin eine Mama mit einem goldenen Muschi. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin eine Mama. Ach, jetzt machen Sie Blick in die Kamera. Was bist du? Ich bin eine Mama. So, warte, wir kommen gleich zu dir. Bruder, wenn meine Mutter erfahren würde, dass sowas gibt, würde sie mich auf jeden Fall nicht auf die Welt bringen. That's baby, that's, that's! Ja, komm jetzt zu dir, fang erstmal locker an. Das ist die Ashley. Was sagst du, Ashley? Willst du die Ashley daten, optisch? So, nein, bra, sag ich ehrlich. Warum? Lass mich die mal analysieren. Guck mich mal an, Olim. Ja. So, erstmal, die sollen mich nicht falsch verstehen. Aber Zahnlücke erinnert mich ein bisschen an Gringo. Boah, so, Mann, der war hart. Böse. Der war hart. Die ist zu offen angezogen, so, Bruder. Das heißt, Bruder, nicht viel, aber trotzdem präsentieren so. Ja, gibt es öfter solcher Fälle. Das sind halt diese Comedien, ne? Das sind halt Menschen, die denken, die sind witzig so. Er muss jetzt ein paar Sprüche raushauen. Ich fand jetzt ja. Das wäre jetzt null witzig, Digga. So. Ich höre mir das jetzt einfach nur an und warte, bis es vorbei ist. Darf ich nicht? Dann kommt halt ein Junge so von der Straße und gibst dir dann halt komplett rein und dann guckst halt nur noch so. Ja, Ashley, du kannst dich gerne dazu äußern, musst du aber nicht. Guck mal, so, was hat das damit zu tun, wie ich mich kleide mit irgendwelchen Jungs? Denkst du, ich kleide mich für euch? Kleide ich mich für euch? Nein. Bist du für dich? Ja. Dann tust du mir leid. Ich bin der Meinung, dass meine Meinung zählt. Also dein Problem ist gerade, dass sie zu freizügig angezogen auch ist? Auch, und Bruder, so, sie geht mir einfach nicht rein. Ich weiß denkst nicht. Du, was? Die geht nicht rein? Sie geht mir einfach nicht rein. Ich wohin weiß rein? Generell, ist nicht so dein Typ, sagst ja, du? Ja, ja. So, dann kommen wir mal zu den nächsten Kandidaten. Einmal, so, was sagst du? Würdest du date or not? Red mal, bist du ein Junge? Ich bin eine Frau. Aber was? Ein Mann gewesen. Ich bin eine Frau. Scheiße. Bruder, Allah, du f*** mich, ha? Warum denn, Bruder? Was machst Allah, du denn? Bro, du f*** mich, ha? Warum denn? Ich würde sie nicht daten. Erstmal, Bruder, so, sie glitzert mehr wie Sterne, so. Bruder, das ist so. Das ist ein Kompliment für dich. Das war negativ gemeint. Dein Eyeliner, so, Bruder, erinnert mich so Satan an so Satanisten, so. Weißt du, was das ist? Also, Shaitan halt, scheiß drauf. Ja, ja, ja. Ja, so. Seine Meinung sagt nichts. Sehr gut, Bruder. Also, wenn Frauen sich schminken, dass er schminkt, das meine ich. Schiff, Koran, muss ich jetzt die ganze Zeit diesen jungen Herrn. Boah.
Küchen. Eine Frau. Das ist zu viel, heißt, Bruder, das erinnert Satanismus. Okay. Ja, so diese Stimme dann auch noch, Bruder, Dajjal. So, weißt du, Bruder, Dajjal einfach. Mama Afrika, kommst du einmal rein? Der nächste Kandidat, was sagst du? Date or not? Sag mal aber noch kurz über deine Unterwäsche. Ein goldener Tanga. Meine Mutti ist aus Gold. Walla, der Arme hat Kulturschock bekommen. Bruder, sag noch mal, ich kann es nicht realisieren. Ich habe eine goldene Muschi. So, okay, kommen wir zum wesentlichen Thema zurück. Du weißt jetzt, der hat Gold, Ice Out, alles. Ja? Ja, Bruder, du bist leicht schockiert, aber ist es ein Date oder nicht? Nein, Bruder, soll ich dir auch sagen, warum? Warum? Wenn es so stimmt, dann ist ihre Muschi wertvoller wie meine originale Kette, die 600 Euro kostet, Bruder. Aber ist doch gut, wenn das wert. Der Arme hat Schock seines Lebens bekommen. Olim, ich werde heute nicht mehr mit meiner Mutter reden können. Drama, du bist ja für Menschenrechte. Was sagst du zu den ganzen Aussagen? Ich habe das nicht so genau mitgeregt. Wofür war er jetzt dagegen? Ich bin eine Mama mit einem goldenen Mumut. Und was hat er gesagt? Hele, Andi, was hat denn das goldene Mumut? Hamam, reicht doch am Monaräum, Alter. Klar. Okay, ja, das ist seine eigene Entscheidung, wenn er so sein will. Dann ist es so. Hast du eine Freundin? Nein. Brauchst du Gött? Puh, Alter, ich hoffe, meine Mutter, woher kam dieser elfjährige kleine Lolli noch da raus? Alter, aus welcher Ecke kam der, ey? Einfach kleine Schauschuck noch. Ah, da Dachfolge, da bist du Bart. Ich brauche einen knackigen Arsch, aber keinen Falten Arsch. Ich hab mehr Arsch als die meisten Frauen. Das ist kein. Ich glaube, der Queen Drama hat irgendwas verwechselt, Digga. Zwischen Fett und Haiwanito sein und Arsch haben, da gibt es einen gewaltigen Unterschied. Das ist einfach nur Speck. Ja, darauf stehst du doch. Nein, ich steh nicht auf Männer. Bruder, Tamam. Tamam, Hatte, sagen wir mal, du bist eine Frau, ne? Hatte, sagen wir, du bist eine Mama. Euer Körper, erstens, keine Frau. Deine Stimmlage, Stimmzelle, keine Frau. Ein Mann kann auch längere Haare haben. Bitte lass die mal das sagen, was du gerade gesagt hast. Komm her. Girl Support Girls muss sein. Wie könnt ihr was gegen sie haben? Sie ist doch voll die Süße. Hä? Girl Support Girls? Der hat, glaube ich, meint jetzt Burak oder wen meint jetzt? Moment. Guck mal, Hatte. Hä? So, Olem, glauben dir mittlerweile, dass das ein Mädchen ist? Olem, was ist hier los, Lan? Hatte, da sag ich jetzt nichts. Was hast du nochmal unten? Ich bin eine Mama mit einem goldenen Sch- und sowieso stehe ich auf dich nicht. Ich suche nach älteren Männern. Du stehst nicht auf mich, gell? Nein, ich suche nach älteren Männern. Allah, sana çok şükür, Gott sei Dank. So, guck mal, hey. Internet, vergisst nicht, Walla, ich sag euch ehrlich, irgendwo hast du recht, Walla, irgendwo hast du recht, aber egal, was du jetzt sagst, Bruder, oder egal, wer irgendwas sagt, Bruder, die werden sich nicht ändern, und warte, Bruder, stark, Bruder, lass sie doch. Er war auf jeden Fall in der 8. Klasse als Klassensprecher, auch der Streitschlichter, kennt ihr das noch so, wenn man Streitschlichten musste, man hatte mal so zwei, die dafür ausgewählt worden sind, ich war auch auf jeden Fall einer davon, der war Streitschlichter, der hat das durchgezogen, der hatte Kapitänsbinde, der war Anführer. Janim Bruder, lass doch ihn leben, ist doch scheißegal. Was? Schiff Koran, der rast gleich aus, der hat's voll ernst genommen, Digga. Warte, lass mal aussprechen. Walla, ihr. Warte. Ihr redet von Religion und so, Janim Bruder, keiner von euch entscheidet, wo wer hinkommt. Man muss euch akzeptieren. Support muss man euch. Hä, macht ihr den gerade fertig oder? Steht ihr zu, die sagt einfach mundtot. Nicht, aber man muss euch akzeptieren. Du, Bruder, wenn er so denkt, du kannst so denken, Bruder. Es gibt viele, die so denken wie du. Aber du musst überlegen, Bruder, du. Oder ich bin schock, was geht? Ja, Bruder, du bist schock. Sowas sieht man nicht. Ich habe mich nur, er kam halt aus dem Nichts. Und er hat direkt losgelegt, er hört gar nicht mehr auf zu reden. Ja, sowas sieht man nicht immer, Bruder, aber sowas gibt es. Ein Album kann Gold gehen. Aber Bruder, warum goldene Muschi? Warum? Egal wer was über euch denkt, bleibt einfach so, Walla, Billa. Nein, Bruder, du redest falsch. Bruder, nein, Walla, du redest falsch so. Guck mal, wenn ich jetzt auf Straße sehen würde, ich würde ja nicht mobben. Also intellektuell ist dieser Junge auf jeden Fall dem hier weit überlegen. Also er hat auf jeden Fall schon was in der Birne, man merkt es, ich weiß auch, worauf er hinaus will. Ne? Er hat auf jeden Fall nur ein bisschen zu viel Politik gemacht jetzt vor der Kamera. So viel musste man jetzt nicht um den Brei reden. Aber Digga, mit solchen Leuten kannst du halt nicht reden. Das sind halt diese Frankfurter, so ist es nicht böse gemeint, so, aber so offen und ehrlich, so
Koffer ist leer, also viel ist nicht drin und du kannst jetzt hier keine Diskussion führen, Digga. Also er hat auf jeden Fall so einen mindestens Real-Gymnasium-Abschluss, macht vielleicht Abi und der ist halt so Hauptschule und dann er war Hauptbahnhof chillen. So. Ja, ne, wisst ihr, ich meine, ich wollte das jetzt vereinfachen, so ohne erzählen anzugreifen. Deswegen, diese Diskussionen machen keinen Sinn. Und erst recht über dieses Thema hier, über dieses Thema zu reden, das macht sowieso keinen Sinn. Das ist bei Jonathan Frakes am Ende, er wüsste nicht, ob die Geschichte wahr oder erfunden ist. So, ja, ne, also X, also meine Mathelehrerin hätte keine Lösung. Sie würde sagen, X ist nicht, keine Gleichung, da kommt nichts, ist nicht lösbar, Digga, weißt du, so fertig. Die sind nein. So, Bruder, niemals so. Jeder hat seinen anderen Geschmack. Du stehst vielleicht auch auf anderen. Aber Walla, woher kommen die? Das sind keine Frankfurter. Die Bayern sind keine Frankfurter. Ihr Akzent ist anders und der Junge sieht ganz anders aus. Die sind auf jeden Fall aus Richtung, ich würde tendieren auf vielleicht sogar Österreich, Grenze, vielleicht sogar Bayern, bis in diese Richtung. Irgendwo aus dem Süden. Bruder, es gibt viele Schwule, es gibt Bisexuelle, es gibt auch Lesben so. Ja. Weißt du, was ich meine? Hast du gut erkannt, ja. Ich küsse deine Augen. Ich hab nichts dagegen, so. Soll ich dir jetzt zwingen, immer noch ein Mann zu sein, so, weißt du, so. Geht ja nicht. Ich verstehe gerade das Gesamtproblem nicht. Was ist denn gerade das Problem? Bruder, ich kann sowas einfach nicht akzeptieren. Ich würde sie nicht mobben, aber ja. ich kann sowas nicht akzeptieren, aber dass du so... Letztendlich muss ich sagen, hin oder her, bla bla, in Deutschland musst du am Ende jeden tolerieren können. In Deutschland darf jeder machen und tun, was er will. Ich verstehe den Jungen so. Es hat jetzt viel Politik wegen der Kamera. Er hat halt keine Argumente. Das, was er sagen will, verstehen wir aber. Er will sowas und kann sowas nicht tolerieren und findet sowas nicht schön. Letztendlich sind die beiden, die dienen einfach nur der Provokation. Und wie gesagt, das Ganze macht allgemein keinen Sinn, weil das ist nichts, Digga. Diskussionen führen zu nichts. Was stört dich denn gerade an denen? Was haben die dir denn angetan? Guck mal, Stimme ist ja männlich so. Ja. So, daran erkenne ich, die war mal ein Junge. Ja. Anscheinend wollte die zu einem Mädchen sein. Kann sie sein, aber wenn die eine jetzt kommt mit einer goldenen und der andere noch zugibt, dass er Sipp unten hat, aber irgendwie dann mir sagt, ja, ich bin eine Frau geschminkt so. Und das stört dich dann? Bruder, ich bekomme da eigentlich so Aggression. Sobald wir dich nicht anmachen oder ansprechen, was hast du dagegen? Ja. Alles gut. Wenn du mich anmachst, ich gehe freiwillig Quarantäne rein. Die ist auch geschminkt. Walla, was hat die jetzt damit zu tun? Die Arme, die gucken nur zu. Nein, Bruder, lass sie dich doch schminken, was ist dein Problem? Geschlecht, Schminke hat kein Geschlecht. Das heißt, jeder Mensch kann das nutzen. Es gibt Drag Queens, die selbst auch mit Androgyn zwei Männer und Menschen. Oh, Androgyn, oh. Watch hat's erweitert. Checklist, heute ein Wort erweitert. Let's go. Oder Frauenrolle spielen. Mein Kopf dreht sich gerade Fragezeichen. Warum? Androgynogrün, oder? Kommen wir zum Fazit. Ihr wollt mich nicht daten, Gott sei Dank. Ich will auch nichts mit euch zu tun haben. Alles ist gut. Fertig, Rallat. Bruder, gab's keinen anderen, der interviewt hat? Nur den oder was? An der Stelle ehrlich sagen, du hast dich sehr vorbildlich verhalten. Finde ich sehr gut von dir. Ich bedanke mich. Bist du einverstanden, dass auf YouTube Gas, der online kommt? Ja, natürlich. Ja, sehr gut. Stark. Seele wurde gerade spontan verkauft. Okay, ey, will jemand spontan mitmachen? Erstmal danke für deine Worte, dass ich hübsch bin. Schön. Ja, Zeit, lass uns erwarten. Ja, was soll ich sagen, Digga? Voll das flache Video, Alter. Ist passiert. Da mussten wir jetzt durch, Freunde. Ich hätte mir lieber eher eine Diskussion von den beiden gewünscht, das Junge und das Mädchen, die da reingekommen sind, in der Mitte und dann wieder gegangen sind. Intellektuell waren die auf jeden Fall auf einer anderen Ebene und das würde ich mir lieber anhören und nicht so ein Gedünste, Digga. Aber ja, tut mir leid, Freunde, da mussten wir jetzt durch. In dem Sinne, wir sehen uns morgen wieder auf eine neue Reaction. Haut rein.